aus dem Brutkasten genommen, weil sie trocken war. Und haben sie versucht, in diesen Kasten zu tun, was sie dann aber mit Schreien und Weinen quittiert hat und nicht mehr ohne mich wollte. Also habe ich sie irgendwie genommen und nun läuft sie die ganze Zeit mit mir rum und freut sich. Und frisst Salat ganz fröhlich und Haferflocken und trinkt und quietscht rum. Und gerade eben hat sie geschlafen. Bis vor kurzem noch. Deswegen hängt ja auch die Wärmelampe, falls sich da irgendjemand gewundert hat. Eigentlich, weil Pauline so ein bisschen oberhalb ist. Aber dadurch, dass sie schön in den Tüchern ist, dürfte es ja eigentlich nicht zu kalt sein. Und noch zwei Gössel schlüpfen in Jasmins Brutkasten. Insgesamt hat sie damit 5 Gänsekinder bekommen. Pauline, Ravi, Emma, Willi und Konrad. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Willi, 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 Willi. Willi, 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 Willi. Hey. Gong, 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 gong. Na? Endlich mal draußen, ne? Jojo. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Wiede, 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 wiede. Wiede, 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 wiede. Hey, 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 hey. Jasmin hat ihren Gänsekindern ihr erstes Nest in einem alten Aquarium gebaut. Unter der Wärmelampe trocknet das Gefieder der jungen Gänse schnell. Los, Mädels. Hey, 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 hey. Anscheinend hat das mit der Prägung wirklich funktioniert bis jetzt. Auch wenn es alles noch so ein bisschen verzögert abläuft. Aber im Endeffekt kommen sie ja alle wieder zu mir. Und es scheint auch relativ gut zu klappen. Also fürs erste Mal Mama sein bin ich schon ganz zufrieden. Hey, hey, hey. Gong, 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 gong. Es lässt sich nicht vermeiden. Jasmin muss wieder in die Schule gehen. Nur für die Gänsegeburt hatte sie einige Tage frei bekommen. Na, jetzt müsste es wieder alleine aushalten. Aber ihr schafft das. Tschüss. Genau, das ist das Beste. Legt euch alle hin und schlaft, dann geht die Zeit ganz schnell vorüber. Bis auf die Straße noch sind ihre Gänsekinder zu hören. Hoffentlich stört es die Nachbarn nicht. Aber Jasmin hat keine Wahl. Ich vermute, dass das wirklich so ist, dass die einfach rufen und dann merken, es passiert nichts nach einer Weile und dann sich mit Futtern und Trinken und Schlafen und Geschwisterchen ärgern und so die Zeit vertreiben, bis ich wieder da bin. 6 Stunden müssen die Gössel ohne ihre Gänsemutter auskommen. Aber am Nachmittag ist sie wieder nur für sie da. Heute, 14 Tage nach der Geburt, sollen die Gänse ihr erstes Bad nehmen.
Ja, das hört sich gut. Ich glaube, wenn es noch mehr Wasser wäre, dann würde sie schwimmen. Was machst du denn? Guck mal, Willi. Dann erstmal, wie dünn und schlank die eigentlich noch sind. Aber trotzdem schon zu groß für Jasmins Zimmer. Die Gänsekinder brauchen jetzt mehr Auslauf. So, ab zum Transportieren. Komm, mein Schatz. Blub. Ravi. Und Ämchen. Na komm. Doch gut. Lup. Hallo. Hallo. Hier kommen sie. In ihrem reinsetzen. Sommerquartier, ja. Ja, warte, ich komme. Nimmst du mal den hier oben, bitte? Na komm, meine. Dankeschön. Hopp. Hopp. So. So. Und Nummer 5 auch noch. Zack. Super. Jasmin darf die Gänseschar bei Lothar, einem Verwandten, im Garten unterbringen. Mit der neuen Unterkunft gibt es für Jasmin auch neue Verpflichtungen. Damit der Fuchs die Gänse nicht holen kann, schlafen sie in einem Schuppen. Jasmin polstert ihn mit Hobelspänen aus. Und natürlich muss sie den Stall auch immer wieder mal ausmisten. Und wenn man sich um solche Tiere kümmert, dann gehört das natürlich genauso dazu wie das Füttern und das Kuscheln und so. Ach, seid ihr süß. Auch wenn Jasmin jetzt nicht immer bei den Gösseln sein kann, sie haben sie längst als ihre Gänsemutter anerkannt. Ich habe mir da ehrlich gesagt nie so Gedanken drüber gemacht, ob ich das alles hinbekomme oder nicht, weil ich immer viel zu viel Angst hatte, dass irgendwas nicht klappen wird in der Zukunft. Ich habe also immer nur bis zu bestimmten Abschnitten gedacht. Also als ich die Eier da hatte, habe ich erst mal dran gedacht, dass ich die zum Schlupf kriege. Dann habe ich so dran gedacht, dass ich diese 2 Wochen bei mir überstehe, sozusagen. Und der letzte Abschnitt wird dann sein, sie nach Mirkau zu bringen und dort wieder zu integrieren, also auch, dass es in der ganzen Gruppe klappt. Doch ehe sie wieder zurück aufs Gut müssen, will Jasmin einen ganz besonderen Ausflug mit ihnen unternehmen. Gänse sind eigentlich Wasservögel. Aber Pauline, Ravi, Emma, Willi und Konrad haben noch nie einen richtigen Teich gesehen. Maus, hey! Na komm, los ist! Hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, hey! Los, hey! Wenn das kein Beweis ist, dass Jasmins Experiment geklappt hat. Die Tiere vertrauen ihrer Gänsemutter und wagen sich in das ungewohnte Gewässer.
6 Wochen sind die Gänse schon alt. Und jetzt muss Jasmin von ihnen Abschied nehmen. Frau Richter! Hallo! Ach, hallo Jasmin! Die Gänse kommen! Ach, herrje! Die sehen ja schon fast aus wie meine Großen, wie die Elterntiere. Fast, aber nur fast. Oh, also es ist wirklich begeisternd. Also ich muss wirklich sagen, ich bin überrascht. Oh, Hilfe. Müssen wir lieber so, weil sonst springen die vielleicht noch raus. Ja. Jasmin bringt ihre Gänse zum Leipziger Stadtgut Mölkau. Von Christine Richter hatte sie hier die Eier bekommen. Jetzt kehren diese als junge Gänse zurück. Da ist ja Glück, sind 2 Graue dabei, ne? Ja. Komm, los. Hey, 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 hey. Los, komm mit. Los, komm mit, los. Hey, 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 hey. Genau. Jasmins Gänse haben noch nie in ihrem Leben andere Gänse gesehen. Aber zum Glück werden sie hier gut aufgenommen. Denn Jasmin kann sich nicht länger um ihre Gänse kümmern. Ich denke, so ein Experiment sollte man machen, wenn man wirklich den ganzen Tag Zeit hat. Viel Gras, viel Grün, viel Landschaft zur Verfügung, wenig Menschen wie möglich. Und dann ist das, glaube ich, einfacher. Aber ich würde das nicht müssen wollen. Also das war was, das ist toll, dass das in Erfüllung gegangen ist. Der Wunsch nach so einer Prägungsgeschichte. Und naja, es war ja klar, dass ich sie nicht behalten kann. Na, auf alle Fälle hoffe ich, wenn ich hierher komme, dass die doch immer wissen, wer ich bin. Und dass die vielleicht schon kommen mit vorgestrecktem Hals und Begrüßungsgackern und dass sie mir sagen, ja, hallo, bist du auch mal wieder da? Also das werde ich auch machen, auf jeden Fall. Vielleicht noch mal einen Monat verstreichen lassen oder so, ein paar Wochen und dann hierher kommen und schauen, ob da noch was da ist oder ob die sich dann vollkommen in diese anderen Gänsegemeinschaften hier integriert haben. Also was ich natürlich auch hoffe, was passiert, dass die nicht hier irgendwie so eine gesonderte Gruppe von 5 Gänsis bleiben, sondern dass die wirklich sich